Ich bin wieder gewachsen. Man muss durch mit der Bereitschaft auf München. Einer muss ja den Tag da geben, wenn du es machst. Ja, vorsichtig. Die ist frisch gestimmt. Da rüber. Sieh da! Ja! So. Komm, rutsch ein wenig. Mann, nein! Es geht in der ersten Notenstunde. Hey, was ist jetzt? Und jetzt? Gut, Herr Stickle. Ja, gleich. Habt ihr das jetzt? Ja. Ja. Hoi. In Altersried. Ja. Bin gleich da. Ich habe eine leichte Sache. Oh nein. Ich muss zum Bus nehmen. Ja, das ja, mein Gott, jetzt. Das ist nicht heute wahr sein. Was soll ich machen? Alter, geht's mal. Scheiße. Ja? Weißt du Bescheid? Ja. Und? Bist du unterwegs? Ja, Vater. Wann kommst du nachher? 10 Minuten. Gut. Er ist unterwegs. Gut. Der Hut. Mein Sohn ist schon unterwegs. Kommt schon. Grüß dich, lass mir mal durch. Grüß dich, Lorenz. Grüß dich, Kluftinger. Kannst du es mir mal zeigen? Ja. Tag, Herr Kluftinger. Grüß dich, Meier. Ich schau mir das gerade mal an. Ah. 12:22 Uhr, Ankunft Kluftinger Senior. Grüß Gott, Herr Kluftinger. Ich denke, Sie sind schon da. Die Kollegen haben zu mir gesagt, Sie sind schon oben bei der Tür. Das ist genau wie in Zwemminger. Ich habe gleich von draußen schon gesehen, dass die Scheibe von der Terrassentür eingeworfen worden ist. Genauso haben das die Russen auch alles gemacht. Zwemminger ist denen das heiß geworden, jetzt haben die sich anderweitig orientiert. Aber es wird ihnen nicht gelingen. Mit bei uns. Sag mal, was sagst du denn du zum Schaffen? Ich war auf dem Werk in der Musikprobe. Zur 30 Ankunft Kluftinger Junior. Gute Sache ist das. So vergisst man nichts. Was stimmt das beibracht? Der Tote heißt Wachter Philipp. Der ist Betriebsleiter oben bei uns in der Bolkerei. Beim Schönmann, Karl? Ja, ist er. So richtig waren sie mit, mit dem. Ist er mal gescheit Grüß Gott sagen, hat er können. Jetzt mach halt einmal. Grüß dich, Ritschi. Grüß dich. Oben rechts sieht übel aus. Sehr lustig. Grüß dich. Du, die Nachbarin, die hat die eingeschlagene Scheibe entdeckt, wie sie nach Hause gekommen ist, und hat sie sofort angerufen. Da, schau, das hat an der Hals gewickelt. Ist der B mit da? Nein, aber der kommt, der war auf dem Lehrgang in Friedrichshafen. Aber wie lange das der schon tot ist, das kann ich dir auch sagen. Höchstens 18 Stunden. Die Nachbarn haben das letzte Mal um 17 Uhr gesehen. Der Name ist Wachter Philipp, 43 Jahre, der hat geschafft als Betriebsleiter. Ja, ich weiß schon. Man hat da ein Computer gestanden. Ja, ein Laptop vielleicht. Maritschi, was machst du denn da?
Dein Vater hat erzählt, dass bei einem der Tatorte in Memmingen schwarze, schulterlange Haare gefunden wurden, die keinem der Tatortberechtigten... Darum kümmert sich die Spurensicherung. Ja, aber ich wollte doch bloß... Du, vielleicht hat dein Vater ja recht. Die Einbrecher schlagen die Scheibe ein, der Wachter überrascht sie, es kommt zum Kampf, die erwürgten. Dann kriegen sie es mit der Angst um Tor und hauen ab. Habt ihr das Telefon schon abgehört? Ja, na. Da hat gestern zwischen 18 und 20 Uhr jemand dreimal angerufen, hat aber keine Nachricht hinterlassen. Um die Zeit hätte der Mord passiert sein können. Der Schemang ist gerade unterwegs. Wollen Sie lieber ein bisschen warten? Nein, wir wollen wissen, wem diese Durchwahl da gehört. Die? Dem Robert? Dem Robert? Ah. Ja, der Robert Bartsch. Das ist schon unser Chef Lebensmitteltechniker. Aber sagen Sie mal, was ist denn eigentlich los? Das wären schon noch vier Knockerfahrer. Nichts anfassen, gell? Wir haben gestern Produktionsstopp gehabt. Und, die ist gerade frisch gereinigt worden. Aber das kann Ihnen der Robert viel besser erklären. Dann gehen wir doch mal zum Robert. Du, Robert. Robert. Die Herren da, die sind von der Polizei. Die wollen mal mit dir schwätzen. Grüß Gott. Hast du ein Büro? Ja, freilich. Ich muss das bloß noch schnell fertig machen. 14.15 Uhr betreten der Käserei. Bart führt eine Qualitätskontrolle durch und ist dabei die pH-Werte. Hey, entschuldigen Sie bitte, ist das der Ort, an dem die Milch und das Lab zusammengeführt werden? Na gut, Ritchie. Komm los, Polizei. Test. In der Käserei herrschen tropische... Test. Wie kann ich Ihnen helfen? Wissen Sie, wo Ihr Kollege ist, der Philipp Wachter? Der ist halt nicht im Haus. Wann haben Sie den Wachter zum letzten Mal gesprochen? Gestern. Wann genau? Wir teilen uns das Büro. Ja, und am Mittag ist er dann heim. Und dann? Test, Käse. Haben Sie dann noch einmal gesprochen? Na. Mein Büro. Frisierapparat. Ja. Ah, Stehnummer. Laut Verbindungsliste ist der Wachter von dem Apparat aus zwischen 18 und 20 Uhr dreimal angerufen worden. So, das, ja, freilich. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Wir hätten besprechen sollen, so technische Abläufe wegen EU-Norm, aber er war halt dran. Ja, was ist denn jetzt passiert? Der Herr Wachter ist Opfer einer Gewalttat geworden. Wer kennt mir die Zager? Bitte halten Sie sich für weitere Fragen zur Verfügung. Warst du schon wieder? Grüß dich, Karl. Grüß dich, Kluftinger. Grausam, was da mit dem Wachter Philipp passiert ist. He? Oi, du weißt schon davon. Ja, kennst du die Leute? Ich hab gerade deinen Vater angerufen. Der wohnt da bei dem ums Eck. Habt ihr schon was rausgefunden? Nein, aber wir haben mit deinem Lebensmitteltechniker gesprochen und der hat arbeitet, dass der Wachter jetzt so beliebt gewesen ist. Sei mir nicht böse, wenn ich so direkt bin, aber... Das war keine gute Idee vom Vorstand der Wachter da herzuholen. Das Erste, was der gemacht hat, war den Milchpreis zu decken. Aber wir sind genossenschaftlich. Kannst du dir vorstellen, wie die Bauern geschimpft haben? Laufzeit bei euch? Nicht minder als bei den anderen. Danke.
Das Geld machen die Discounter. Es ist halt so. Ich denke, wir sollten ihn ins Kreuz fahren. Jetzt war der Kerl halt zuerst da und umkreist. Kruzifix nochmal. Du sperrst ja die halbe Straße. Habt ihr dich überhaupt so selber gelassen? Neu? Äußerst aggressiv. Ja, komm, gang mit. Wie lange kennt ihr euch schon? Der ist bei uns im Musikverein. Aber eigentlich ist der in jedem Verein. Wenn der Wachter wirklich den Milchpreis drucken wollt, dann haben wir einen ganzen Sack voll Verdächtige. Und dass dem Bauer der Milchpreis heilig ist, das haben wir ja schon beim letzten Milchsteig gesehen. Jetzt hör doch auf mit dem Schmarrer. Na? Sie haben sich ja schick gemacht. Kommen Sie. Packen Sie mit an. Erika hat uns schon gestanden, dass Sie das letzte Mal Koffer gekauft haben, als über dem Brandenburger Tor noch Hammer und Sichel hingen. Bezaubernd siehst du damit aus. Ja. Grinst die Butzerler. Die Annegret hat mir ein paar Kleider für den Urlaub mitgebracht. Und sie leihen uns auch ihre Koffer. Und der Vater hat angerufen wegen der Sache mit seinem Nachbar. Du sollst zurückrufen. Das sieht schon ganz gut aus. Das ist ja schrecklich, was da passiert ist. Ich meine, mir wohnt nur ein paar Straßen weiter. Also, wenn das gestern Nacht passiert ist, kann ich vielleicht etwas zur Aufklärung beitragen. Wie meinst du das? Naja, ich war gestern joggen. Sie wissen ja, wer rastet, der rostet. Und dabei ist mir etwas aufgefallen bei Wachters Haus. Was? Aber mein Lieber, da müssen Sie sich schon ein bisschen anstrengen. Kommen Sie, holen Sie es aus mir heraus. Na schön, dann will ich mal nicht so sein. Beim Joggen komme ich bei Wachters Haus vorbei, weil es da diese steile Holztreppe gibt, die den Hang runterführt. Ich laufe da also lang, es muss nach 7 gewesen sein, als ich jemand auf einem Moped bei Wachter aus der Einfahrt biegen sehe. Ich habe mich noch gewundert. Zufällig weiß, hat er doch keine Familie? Können Sie die Person beschreiben? Nein. Haben Sie das Kennzeichen von dem Moped erkannt? Oder das Modell? Nein. Es war ohnehin nur Zufall, dass ich an dem Abend da vorbeigelaufen bin. Wir werden das überprüfen. Aber bis noch morgen. Dann gehörst du mir. Der Wohnzimmerschrank gefunden. Wie es ausguckt, ist mit dem Scheibe geschmissen worden. Aha. Ja, Fingerabdrücke? Nein, leider so, nichts. Meine Herren. Ihr Kaffee. Herr Renn, Ihr Schwarz mit Kondensmilch. Dankeschön. Für einen Herrn Kluftinger wenig Kaffee mit viel Milch. Und das Kakaopulver? Ist schon oben drauf.
Der Meier kriegt einen entkoffeinierten, ohne Milch. Danke. Und für den Herrn Hevele mit fettarmer Milch und extra viel Schau. Was ist mit dem Obduktionsbericht? Moment. Hier, Todeszeitpunkt zwischen 17 und 21 Uhr. Fremdtötung durch Erdrosselung, kaum Spuren von Gegenwehr. Außerdem fanden sich in Wachters Blut Reste von Kokain. Kokain? Auch im Allgäu schneit's ab und zu. Ja, der Wachter hat sehr schnell Karriere gemacht. Mit Mitte 30 hat er bereits eine kleine Molkerei geleitet. Ja? Er stand unter enormem Druck. Ein kleiner Aufpuscher zwischendurch, kann da nicht schaden. Und sonst? Ja, vor 2 Wochen hat er Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Die haben ihm die Reifen verstochen. Wir wissen ja, mit wem er sich angelegt hat. Mit den Bauern. Wir sollten allerdings auch weiterhin in Betracht ziehen, dass der Wachter Einbrecher überrascht haben könnte. Ja? Sein Computer fehlt. Das waren keine Einbrecher. Ich wünschte, das wäre so. Wieso bist du dir da so sicher? Ja, so halt. Was ist denn mit dem Bartsch? Der hat sich doch komisch verhalten. Das hast du selber gesagt. Der hat doch noch mit ihm telefoniert. Apropos Telefon. Ich habe die Anrufliste der Telefonate zwischen Bartsch und Wachter analysiert. Und da ist mir Folgendes gekommen. Moment. Der letzte Anruf war um 19.46 Uhr und der davor um 18.12 Uhr. Genau. Ja, das passt doch. Der fährt hin und bringt ihn um, dann fährt er zurück und ruft nur einmal an. Und schon hat er ein Alibi. Und was hat er für ein Motiv? Die Bauern, die hätten eins. Wie stellst du dir das vor? Du hast jetzt alle überprüfen, die der Molkerei Milch liefert. Was kümmert die? Du gehst doch heute sowieso in Urlaub. Ja, gerade deswegen. Was ist? Brauchst du was? Ich wollte bloß kurz mit dir schwätzen. Na, jetzt ist schlecht. Wo bleibst du denn? Deine Viecher pressiert's. Grüß dich, Wolfi. Grüß dich. Schick dich. Komm gleich. Jetzt mach aber mal. Baust du heuer noch aus? Nein. Nicht, wenn es so schlecht läuft, weißt du? Schulden muss man fürchten. Habt ihr beim Villinger schon vorbeigeschaut? Der im Industriegebiet, der die gebrauchte Reifen verkauft, der hat lauter Russen angestellt. Wie kommst du auf die Russen? Das hat doch dein Vater gesagt. Das wissen wir doch noch gar nicht. Du hast du was mit dem Wachter zum tun, Kid? Schon? Beim Stocker. Das war der, mit dem ich ein Jahr lang gestritten hab. Die Drecksau. Der hat den Milchpreis gedruckt wie kein anderer. Und nachher, wie wir gestreikt haben, hat er 1 Million Mosten gekauft, obwohl er dafür viel mehr Geld hat zahlen müssen. Hast du sonst noch was gehört? Was? Wolltest du wegen dem Einbruch? Nein, das... Einer über den Wachter geschimpft hat. Das haben wir doch alle. Einmal mehr als bloß geschimpft. Was? Wolltest du, dass nur einer von uns umgebracht hat, oder? Hä? Wer soll denn das gemacht haben? Ja, warum ich gleich ich? Oder der Volker oder der Michi, hä? Sag einmal, hast du sie noch alle? Das sagt doch keiner, aber wir müssen Ermittlungen anstellen, auch was euch betrifft. Das ist halt auch so. Verschwind! Erika. Was machst du it?
Ich verstehe halt, ich kann jetzt nicht einfach fahren. Ja? Grüß dich, Bub. Wie heißt es? Ist ganz schlecht, Vater. Ja, ja. Sind da deine Hinweise wegen dem Raubmord nachgegangen? Der Welsing aus Memminger, der hat den Fall bearbeitet. Ja, der Welsing, weißt schon, der, wo mit mir alle zum Gegner geht. Den kann ich auch mal anrufen. Ich kann jetzt nicht, tut mir leid. Erika! Ja, da hast du auch wieder recht. Freilich unterstütze ich euch. Mensch, halt, wenn du was brauchst. Ja, der Bub. Der packt schon. Erika, mach auf! Ich hätte mir doch auch wünschen, dass es nicht passiert wäre. Was soll ich machen? Wir haben mich doch auch auf Urlaub gefreut. Neu. Hast du it? Nix. Das habe ich aus der Molkerei. Sie sind ja verrückt. Ich bin noch gar nicht von hier. Das ist kein Auswahlkriterium. Sicheres, charmantes Auftreten, Ausstrahlung und Fachkenntnisse in Milch und Landwirtschaft, die... Nee, das kann ich nicht. Ehrlich. Was tust du denn da? Hast du was vergessen? Nein, ich fahre nicht. Was heißt das, ich fahre nicht? Ich hätte den Urlaub sowieso nicht genießen können. Morgen. Ich glaub schon, wir sind da beim James Bond, oder wie? Was machst denn du hier? Herr Schaffer! Ich hab gedacht, weil doch heute die Beerdigung vom Wachter ist, dass da einer von uns hingehen sollte. Sind Sie nach wie vor! Wer um alles in der Welt hat die Russen wieder ausgekramt? Warum sind Sie nicht im Urlaub? Ja, weil ich nicht fahr. Irgend so ein Rindviech hat Vergleichsproben aus Memmingen angefordert. Jetzt reden alle Leute schon davon, dass die Einbruchserie wieder anfängt. Da wissen Sie, was ich für einen Ärger gehabt hab damit. Können Sie sich mal vorstellen, wie hysterisch die Großkopferten reagieren, wenn man einer ihren Flachbildschirm von die Wand runterreißt. Die Russen haben mit der Sache nichts zu tun. Ist das klar? Die Russen sind zurück nach Russland. Ich will von denen nichts mehr hören. Verstanden? Himmel, Herrgott, sag mal hin. Ja, also sorry, aber das steht mir zu. Wenn du nicht da bist, dann bin ich stellvertretender Kommissariatsleiter. Seid nicht, war doch kein Pfort. Ich habe dem Vater gesagt, dass es ein Einbruch war. Das war kein Einbruch. Jetzt schwätzt doch mit aller Zunge an Seich. Ja, fahrst du jetzt doch? Ja, aber auf dem Friedhof. Und du fahrst deinen Karren vor meinem Parkplatz. Sei froh, dass wir auf der Beerdigung keine Trommel brauchen. Dabei hätten sie ja. Ja. Und? Ladies, habt ihr schon gefrühstückt? Nein, noch keinen Schluck. Was spielst du nachher? Amazing Grace. Ja, das ist gut. Du weißt ja schon, dass wir bloß wegen dir da sind, gell? Ich weiß. Thank you.
Hey, Vater, was machst denn du da? Was meinst du, dass ich hier mache? Das ist mein Nachbar. Du, wegen gestern, ich hab Streit gehabt mit der Erika. Ach, doch jetzt. Ja, weißt, wegen dem Urlaub. Na, jetzt sei still. Verdächtigst den Paul und die anderen. Du spinnst jetzt komplett. Du bist der Pate von seinem Sohn. Liebe Trauergemeinde, liebe Angehörige und Freunde des Verstorbenen, Sie haben einen lieben Menschen, einen engen Freund und guten Kollegen verloren und Ihr Herz ist schwer. Philipp Wachter wurde viel zu früh aus unserer Mitte gerissen. Herr, nimm unseren Verstorbenen in Dein Reich auf, vergib ihm seine Sünden und schenke ihm das ewige Leben. Herr, wir legen unseren Bruder Philipp Wachter nun in deine Erde. Erde zu Erde. Lass mich mal durch. Halt! Stehen bleiben! Asche zu Asche. Bleibst du stehen? Staub zu Staub. Halt! Polizei! Gelobt sei Gott. Wer bleiben? Das ist Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Und passt's? Was? Das Grab, das wolltest du doch ausprobieren, oder? Probe liegen. Und ihr Hundertzeich, das Leid keinen Respekt mehr für euch haben. Wenigstens einer, der noch einen Anstand hat. Jetzt hat die Hose überprüft. Nein, noch nicht. Wieso nicht? Ja, der Lodenbacher will's nicht. Hat denn nicht dabei? Ich will dir bloß helfen, nachher sind die fort. Hör zu, du bist ja gut, aber du musst lernen, deinen eigenen Weg zu gehen. Und wenn du mit aneckst. Was machst du denn da? Ich war in Urlaub mit der Annegret. Was? Ohne mich? Versuch die Art zum Ruf, aber du gehst halt ins Handy. Was hast du denn da? Nix. Jetzt schau geht's so. Du willst bleiben, dann musst du aber auch akzeptieren, dass ich fahre. Das ist das Taxi. Ich muss los. Mach's gut, Butzerla. Ich ruf dich an, gell? Annegret hat gesehen, dass der Martin vielleicht noch mal vorbeischauen wollt. Dann bist du jetzt so allein. Du musst doch längst gelandet sein. Magst du dich doch mal melden? Ich bin noch wach. Hallo? Das nach Blumen und Kräutern duftende frische Gras unserer Bergwiesen ist tägliches Futter unserer Allgäuer Kühe. Und das schmeckt man mit jedem Schluck. Ja! Ich komm ja! Was ist denn? Hoi, was bist du da? Ich hab dir deinen Karren gebracht, der hat noch am Friedhof gestanden. Ohne die. Der Renn hat gestern noch den Fußabdruck vom Friedhof sichergestellt. Schau mal.
Oi, das ist aber schmal. Ist das ein Frauenschuh? Na, das ist Größe 44. Das ist ein Hallensportschuh. Sag mal, wo hast du deinen Mülleimer? Da hinter. Unter der Spüle. Asiatisches Zeichen. Das meine ich auch. Eindeutig? Ich schwätze mit dem. Wir wissen, dass du auf dem Friedhof warst. Kann ich sein. Ich war beim Freund. Wer soll das gewesen sein? Sag it. Jetzt komm, Wolfi, lass es halt. Es bringt doch nichts. Wir haben deinen Fußabdruck gefunden. Ich bin nicht der Einzige, der so Schuhe hat. Aber der Einzige, an dem seiner Sohle der halbe Friedhof pappt. Ich hab damit nichts zu tun. Womit? Außerdem wissen wir, dass du an dem Abend, als der Wachter umgebracht worden ist, bei seinem Haus warst. Ein Zeuge hat dich auf der Moppe gesehen. Wolfi, ich kann dir nicht helfen, wenn du nichts sagst. Ich wollte ihm bloß einen Schrecker einjagen. Einen Schrecker? Und dann? Ja, nix und dann. Ich wollte ihm was auf das Haus entsprechen. Wegen seinem Milchpreis. Aber er war daheim, ich habe nicht gesehen. Dann habe ich einen Stall genommen und die Fensterscheibe eingeworfen. Aber er ist nicht rausgekommen. Und dann bin ich auf der Terrasse und dann habe ich ihn gesehen. Er ist im Wohnzimmer gelegen. Was hast du dann gemacht? Bin ich heim? Seit der blöde Hund da ist, hat er versucht, meinen Vater loszuwerden. Der im Vorstand von der Genossenschaft, der ist schon gut mit dem Schönmacher gekommen. Es gibt ja doch noch lange das Recht, seine Fensterscheibe einzuwerfen. Aber er darf sich so aufführen. Dann macht er für sich gar noch mal auf der Sturz. Hörst mich? Warum warst du am Friedhof? Ich sag nichts mehr. Was macht ihr mit ihm? Wir führen ihm dem Haftrichter vor. Spinnst du? Der Bub hat überhaupt nichts gemacht! Jetzt reg dich hinter so auf, Mensch! Vater! Beruhigst du dich jetzt einmal? Hier auf! Hier auf! Was ist? Freikriegen. Du weißt mir schon, gell? Wenn der Bub die Wahrheit gesagt hat und die Scheibe erst nach dem Mord eingeschmissen hat, dann ist der Täter nicht über die Terrasse gekommen. Der Wachter muss ihm die Tür aufgemacht haben. Der hat ihn kennt. Jemand aus der Molkerei? Denkst du an der Bartsch? Hast doch du alle gesagt. Ich weiß. Wir haben aber nichts. Der hat doch kein Motiv. Warum sollte er den Wachter umgebracht haben? Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, vierti. Schafft. Kann ich helfen? Auf Richter wäre man halt müssen. Da lang nah. Ja.
Oh, es brennt. Wo bringst du denn hin? Nach Lauber. Hole dir der Milch jetzt ab. Ich fahr mein Milch selber. Weiß ich, was dir mit meiner Milch macht? Schneilich habe ich einen Laschen gesehen. Der hat die ganze Milch weggeschüttet. Einfach so. Auf den Acker noch. Was? Die haben keinen Respekt mehr. Was für ein Laster? Molkerei Lochbieler. Da, Dunde im Dobel. Für Gott. Der Kommissar, der Wolfi verhaftet. Lass du mir mal Arbeit machen. Ich schwätze doch auch nicht neu, wie du deinen Käse machen sollst. Das letzte Mal, als wir da gewesen sind, hat es einen Produktionsausfall gegeben. Warum? Wir haben ein Antibiotikum in der Milch gehabt. Der ganze Lastwagen war hier. 24.000 Liter. Was passiert mit so einer Milch? Gerade in die Verwertung, in der Biogasanlage. Die Milch ist aber auf dem Acker ausgeschüttet worden. Wer erzählt denn so einen Schmarrn? Das kann ich dir nicht sagen. Hör mich! Ja? Irmi, wo ist der Robert? Der ist ja da, der ist dienstags doch alle bei seiner Tante. Was habt ihr mit der Milch gemacht, wo das Antibiotikum drin gewesen ist? Ja, was wohl, in Verwertung. Irgendeiner erzählt, die ist ausgeschüttet worden. Auf dem Acker. Das kann jetzt sein. Ruf der Robert an, der soll herkommen. Der hat das Antibiotikum da festgestellt. Ja, gut. Warten's. Bist du, wenn wir zuerst mit dem Bart schwätzen? Du meinst, der hat was mit der Sache zu tun? Zuerst der Wolfi, jetzt der Robert. Wo wohnt denn Bart seit Amte? Der hat einen Hof bei Heuwang. Soll ich mit dem schwätzen? Nein, nein. Das machen wir. Das hängt fest, das Klump. Hoppla, jetzt. Entschuldigen Sie, wir sind von der Kriminalpolizei. Wir suchen Ihren Neffen, den Robert. Was will er da? Ihr Neffe, der Robert. Ist der da? Nein, ich kauf nix. Na, wir sind von der Polizei und wir suchen Ihren Neffen. Was will er da? Ein Kuchen? Na ja, Kuchen. Händere Stickle für uns. Geht's gut. Nehmen wir dir einen Zucker? Ja, ja, gern, gern. Haben Sie den Kuchen selber backen? Wo ist der Robert? Ihr Neffe. In der Arbeit? Mei, das ist ja so ein fleißiger Bub. Und wisst ihr, der hat ja auch studiert. In Hannover. Er hat in einer großen Molkerei gearbeitet. Die kennen Sie. Die kennen Sie aus dem Fernsehen. Aber er ist wieder zurückgekommen. Wegen mir.
Ich hab ihm gesagt, dass er das Itur braucht. Aber er hat mir einen Knecht besorgt und er kümmert sich um alles. Vor 2 Wochen ist er in Urlaub gefahren, nach Mallorca. Kennt ihr das? Ja, schon mal davon gehört. Erholen hätte er sich halt sollen. Aber? Er hat es mir ja nicht sagen wollen. Aber er ist da mit seiner Freundin hingefahren. Darf ich mal Ihre Toilette benutzen? Möchtest du noch ein Stückchen Buch? Nein. Mein Kollege. Komm, der Bartsch, der ist am Telefon. Für Gott. Komm halt noch. Nein, 2 ganz nette Herren. Kennst du vom Schaffen? Ja, ich weiß nicht. Er will mit Ihnen schwätzen. Herr Bartsch, wir müssen Sie sprechen. Was machen Sie mit meiner Tante? Wo sind Sie? Warum haben Sie die Milch wegschütten lassen? Das versteht sie nicht. Herr Bartsch, wenn Sie sich unserer Befragung entziehen, müssen wir Sie zur Fahndung ausschreiben. Ich habe mit dem Wachter seinem Tod nichts zu tun. Ja, dann haben Sie doch nichts zu befürchten. Wir wollen doch bloß mit Ihnen reden. Ich verspreche Ihnen. Gar nichts können Sie mir versprechen. Es ist alles jetzt so, wie es ausschaut. Der ist in der Nähe. Ja? Hallo? Herr Klustinger? Vielleicht war Giftstoffe in der Milch und der hat die deswegen weggeschüttet. Der Schönmanger hat mir erzählt, dass das normalerweise in Verwertung geht. Ja, vielleicht wollte er irgendwas verheimlichen, der Bartsch. Ein Lebensmittelskandal. Du, der ist Chef-Lebensmitteltechniker. Vielleicht wollte er ein neues Produkt kreieren. Irgendein Biozeug und da ist irgendwas daneben gegangen. Ja, ja, gemütlich spazieren gehen und ich muss da warten. Doch, die Analyse. Was für eine Analyse? Die genetische Vergleichsuntersuchung. Oh Jesus Gott, ich weiß, wie der linke Hand etwas die rechte macht, oder? Die Haarprobe von Wachters Wohnung, die habe ich doch mit der von der Einbruchserie in Memmingen vergleichen sollen. Ich hab doch gesagt, wir machen das nicht. Wenn der Meier mir das gegeben hat, war er noch der Chef. Und vielleicht wäre es besser auch bliebe, er hat nämlich recht gehabt. Die Probe sind tatsächlich identisch. So, aber sagen musst du es ihm vielleicht schon, gell? Ja, hab ich nicht gesagt? Die Russen? Ich habe kurz Wort für die beim Haftrichter eingelegt. Warum warst du am Friedhof? Ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt. Vielleicht hat der Wachter ja noch gelernt und ich hätte ihm helfen können. So, aber keine fiese Matenten mehr, gell?
Hoi. Ist heute eine Probe? Was glaubst du denn? Nächste Woche ist Aufführung. Und warum sagt mir keiner was? Hast doch eh. Eine Frage kostet doch nichts. Die Probe, die wir beim Wachter in seiner Wohnung gefunden haben, die haben wir untersuchen lassen. Und? Das ist dieselbe DNA wie die in Memmingen. Aha. Herr Meier, wollen Sie auch noch ein paar Zwiebeln auf Ihrem Wurstsalat? Ja, gerne. Wo ist der Ritchie bei euch? Ich habe jetzt keine Zeit. Kreuzfrutze fix! Was, der Bub? Hat der denn noch was zum Anziehen? Hast du ihn gefragt, ob ihm was waschen soll? Gott schon. Gott. Weiß Ihr Sohn, dass ich hier bin? Ich meine, auch wenn er offiziell im Urlaub ist und ich sein Stellvertreter bin, eigentlich darf ich das gar nicht machen. Ist streng vertraulich. Er hat's mir selber gesagt. Was hat er gesagt? Das mit dem Laborbericht. Jetzt lass ihn halt erst einmal essen. Oh Gott. Danke. Und gut. Gebt gut Acht, ich hab euch etwas mitgebracht. Na, Sie alter Strohwitwer, alles im Lot auf dem Boot? Deine kritische doch. Ja, mein Lieber, ich weiß, darum bin ich auch gekommen. Ich dachte, in Anbetracht der Tatsache, dass Ihre und meine Frau nicht da sind, machen wir uns einen kulinarischen Abend. Na, was sagen Sie? Also heute, das ist, also, ich finde das, heute. Übrigens, ein lieber Gruß von unseren Damen. Annegret hat mir eine MMS geschickt. Und jetzt ab in die Küche smutieren. Bitte putzen und in feine Scheibchen schneiden. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Ich hab gedacht, ich soll den Lauch putzen. Sie können ja die Kiste schon mal mit Salz und Pfeffer würzen. Um Gottes Willen doch nicht mit vorgemahlenem Pfeffer! Bitte sagen Sie nicht, dass Sie keine Pfeffermühle im Hause haben. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich muss noch mal losfahren. So, und jetzt salzen. Ja, nur zu. Mutig, das reicht jetzt. Guten Appetit. Gut. Herr Meier, wollen Sie noch eine Portion? Nein. Oh, vielen Dank. Das ist sehr lecker. Die Scheibe ist ja nachträglich eingeworfen worden. Das hat der Sohn vom Eierle zugegeben. Aber die Russen waren da. Das beweist das Laborergebnis. Sie müssen sich irgendwie anderweitig Zutritt verschafft haben. Der Wachter kommt nach Hause, überrascht sie und zack, er bringt sie ihn um. Ihr müsst jetzt alle Einbrüche überprüfen, die wohl in den letzten Wochen passiert sind. Das war bestimmt nicht der einzige. Nehmt ihr Kontakt mit dem Welsinger auf in Memmingen. Der weiß, wie die vorgehen, die Russen. Du, das ist für die Brigitte. Brigitte! Die hatte den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als am Fenster zu hocken.
Ihr Vater hat sie vor 10 Jahren aus dem Staub gemacht. So? Ah, Vorsicht! Mei, gestorben ist er. Ja, und jetzt, in der letzten Zeit, da hat es immer wieder einen roten Misshangs hier. Mit 2 drinnen, die ausgeschaut haben wie Osteuropäer. Straßenunterfahrer zum Haus vom Wachter. Die haben den Tatort ausgekundschaftet? Ja, und jetzt hat's ihn wieder gesehen. Unter bei sich, am Geißbühl. Da ist er! In Wachters Wohnung fehlt es ein Computer. Ich denke, wir haben ihn gerade gefunden. 20.07 Uhr, grandioser Fahndungserfolg. PKW der mutmaßlichen osteuropäischen Verdächtigen und Wachters Computer in Anwesenheit von Kluftinger Senior sichergestellt. Gut, naja, gut. Hoi, was ist jetzt da los? Der Meier hat die Einbrecher geschnappt. Was? Dabei, dabei. Da lang, bitte. Wir können also mit Bestimmtheit sagen, dass Sie aus Weißrussland kommen. Sie hat allerdings nur ein abgelaufenes Urlaubsvisum und in seinem Auto haben wir einen Computer und einen Monitor gefunden. Die Festplatte ist zwar gelöscht, aber wir sind uns ganz sicher, dass er Wachter gehört. Meier. Ja, bitte? Gut gemacht haben Sie es, Meier. Der DNA-Test wird zweifelsfrei bestätigen, dass die beiden in Wachters Wohnung waren. Haben Sie denn den schon geholt? Wen? Den DNA-Test. Nein, noch nicht. Muss einer sprechen. Unter 4 Augen. Sing's, Kluftinger. Wie soll ich einer das erklären? Die Frau hat mit der Sache nichts zu tun. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich kenne die Frau. Sie kennen die? Das ist Meier und ihr Bruder. Ein Meier sein Bruder? Nein, Meier lebe ich irgendwas. Die beiden arbeiten in der Gebäudereinigungsbranche. Und sie ist auch bei mir tätig. Ach, das ist ihre Putzfrau? Ja. Und auch vom Landrat, vom Herrn Dr. Seifert, wo sie das andere Haar in Memmingen gefunden haben. Bei dem putzt sie auch. Und der hat mir sie auch empfohlen. Mei, wie die putzt. Das hat noch nie eine putzt. Nicht mal meine Mutter. Gott hab sie selig. Ja, wo ist jetzt da das Problem? Dann ist ja alles bloß ein Missverständnis. Kennen Sie den Kant? Den kategorischen Imperativ? Neu, also nicht, dass ich wüsste. Wissen Sie, das handelt von der Verantwortung des Einzelnen und der Gemeinschaft. Von der Vernunft und vom transzendentalen Selbstbewusstsein. Und wie schwierig das ist, dem Ganzen gerecht zu werden. Aha. Dass wir jetzt nicht falsch verstehen. Ich zahle ihr ein gutes Gehalt und ich habe es auch allerweil gut behandelt. Aber trotzdem, wie soll einer das sagen, wie soll einer das erklären? Sie zahlen zu schwarz. Aber dass keine Aufenthaltsgenehmigung nicht hat, das habe ich nicht gewusst. Wenn das rauskommt, bin ich erledigt. Wie sagt denn das aus, wenn ich eine Illegale beschäftige? Herrgott, Kluftinger, reden Sie dem Meier das aus. Die beiden haben mit dem Einbruch nichts zu tun. Und der Ma ist ihr Bruder? Ja, der fährt sie, weil sie keinen Führerschein nicht hat. Ich bitte Sie, helfen Sie mir. Bitte. Ich weiß, dass Sie beim Wachter putzt haben. Schwarz. Und ich weiß auch, dass Sie illegal hier sind. Aber es interessiert mich nicht. Ich will wissen, wo Sie den Computer her haben. Herr Wachter hat es mir geschenkt. Ich mach das. Der Lobner hat gesagt, das Richie.
jetzt mal den Mund auf, bitte schön. Brot hat kommen. So, bitte. Ich komme gleich. Herr Kommissar, wissen Sie, warum hat man Herrn Wachter umgebracht? Warum wollen Sie das wissen? Denken Sie, das hat was mit Drogen zu tun? Wie kommen Sie denn jetzt da drauf? Ich möchte nicht schlecht von ihm sprechen. Er war immer fair zu mir. Aber als ich bei ihm war, das letzte Mal, da habe ich was gesehen. Und was? Ein Paket. So groß. Mit weißem Pulver. Drogen? Das weiß ich nicht. Hat er das auch gesehen? Nein. Nein, ich habe das gesehen. Und Papiere neben dem Paket. Und was für Papiere? Frachtpapiere. Aus einer Spedition aus Minsk. Heißt Alec. Herr Lodenbacher. Ja, nächste Woche. Sie wissen vielleicht schon, dass die Fenster bei uns im Büro schon lang gemacht gehören. Im Winter zieht es da wie echt so. Was? Ah ja, das haben wir auch schon gedacht, das gehört gekriegt. Du lässt sie gehen? Einfach so? Es besteht keine Fluchtgefahr. Wir warten jetzt erst einmal die DNA-Analyse ab und wenn die eine positive ist, dann beantragt mir einen Haftbefehl. Keine Fluchtgefahr? Die beiden sind komplett illegal hier! Legen Sie mir nicht auf, Herr Meier. Der Kluftinger hat recht, erst die DNA-Probe und hernach alles Weitere. Die bringe ich selber ins Labor. Fräulein Henske? Ja? Das ist eine russische Spedition. Schauen Sie mal, ob Sie über die was rauskriegen. Im Internet. Sie sprechen doch Russisch. Wie kommen Sie da drauf? Auf was? Dass ich Russisch kann. Sie sind doch Vertrieber. Ich meine, aus den neuen Bundesländern. Die kennen doch alle Russisch. Herr Kluftinger, als die Mauer gefallen ist, da war ich 10 Jahre alt. Ich kann genauso wenig Russisch wie Sie Hochdeutsch. Jetzt hat. Neu. Er hat auf. Neu. Da bestand er mir drauf. Dank dir kennen wir jetzt wieder aus dem Haus. Ach, jetzt red doch nicht so ein Schmarrer. Du! Geht's gut. Der Meier. Ganz wichtig. Ich muss. Grüß dich. Ja? Luftinger. Ja, was gibt's? Ihr Sohn und die Lodenbacher haben gerade die Weißrussen gehen lassen. Ja, jetzt beruhigt sich doch erst einmal. Trotz der erdrückenden Beweislage ist ungeheuerlich. Bitte schön. So. Die Frau hat gesagt, dass er beim Wachter ein Bäckle Droger gesehen hat. So, das hat man bei der Obduktion auch schon festgestellt. Jetzt so ein kleines Paket. Ein großes, so. Das ist doch mindestens ein Pfund. Mit Eigenbedarf hat das nichts mehr zu tun. Und du glaubst dir das? Sie hat doch keinen Grund zum Lügen. Die hat mir erzählt, dass der Wachter Frachtpapiere gehabt hat. Aus Russland, von dieser Spedition. Denkst du, der hat gedealt? Ja, zumindest hat er sich mit jemandem angelegt, der vor einem Mord zurückschreckt. Wir müssen den Bartsch finden. Das ist alles nicht so, wie es ausschaut, hat er gesagt. Ja, vielleicht hat er den Wachter damit gemeint. Habt ihr die Freundin vom Bartsch befragt? Ja, vielleicht ist er bei derer. Wir haben mit den Kollegen geschwätzt. Der Bartsch, der hat schon jahrelang keine Freundin mehr gehabt. Wenn, dann muss das eine Affäre sein, von der keiner was weiß. Und dann bring das wenigstens in die Leitstelle. Vielleicht wisst ihr dir was über die Lastwege. Ich schick's denen. Per Mail. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Warum lasst ihr die laufen?
Ja, das wird wohl uns überlassen müssen. Bloß nichts riskieren. Dienst nach Vorschrift. Schau, dass man selber am besten davon kommt. So was hat es früher nicht gegeben. Wir haben noch Brand für unseren Beruf. Ja, die Leute haben Angst. Ja. Es ist einer umgebracht worden. Und du? Was machst du? Du stolperst über den Friedhof bei einer Beerdigung. Benimmst du mir den letzten Aff? Du interessierst doch schon, schau halt, wie ich meine Arbeit mache. Aber jetzt interessiert es dich, gell? Weil du bei deinen Nachbarn gerade da standen willst. Fräulein Henske! Am Friedhof, da hast du dich geschämt. Das war früher schon alle da so. Allweil ist es bloß darum gegangen, was die anderen denken. Nein! Was hast du davon? Ehrenkäsig bist du war und grantig, weil du sonst nichts hast. Was? Den ganzen Tag daheim rumhocken und umeinander spinnen. Da muss man ja frustriert sein. Gutze, fix! Ja? Nein, die Fräulein Henske ist nicht da. Rufen Sie später wieder an. Ja, Herrschaft, ich bin raus aufs Büro. Neu, der ist auch nicht da. Fräulein Henske. Vater. Vater, jetzt wart halt. Mrs. Ja, Kluftinger, grüß Gott. Sie schwätzen doch Deutsch, oder? Solo hablo español o inglés. Well, the room of Mrs. Kluftinger, please. Can you spell it, please? Was? Kluftinger. Reika. K-L-U-F-T-Inger. Kluftinger halt. And Langhammer. Longhammer. Ja, thank you. Butzala. Erika? Bist du das? Erika, deines Unnummern. Erika, ich verstand dich so schlecht. Wo bist denn du? An der Hotelbar. Mei, das schön da. Stell dir vor, im Hotelgarten wachsen sogar Orangen. Heute haben wir einen Ausflug gemacht ins Hinterland. Ein Ölmühl haben wir uns angeschaut. Da bewegt nur Esel den Müllsteig. Was? Was habt ihr? Eine Ölmühle haben wir uns angeschaut. Aha. Du ist. Erika? Bitte Rocha. Und bei dir? Der Vater und ich, wir haben uns gestritten. Was ist mit deinem Vater? Wir haben uns gestritten. Das ist ganz schlecht. Ich verstand kein Wort. Hä? Ich ruf die morgen an. Tutti. Erika! Ja. Sind Sie es, mein Lieber? Dann habe ich mein Smartphone bei Ihnen vergessen. Oder haben Sie es sich bewusst unter den Nagel gerissen? Muss ich die Polizei anschalten? Sind Sie draußen? Mit was telefonieren Sie? Mein Patiententelefon. Sie wissen ja, Semper Paratus, allzeit bereit. Morgen selbe Zeit, selber Ort. Wir kochen wieder. Nein, auf gar keinen Fall. Ich meine, ich kann nicht. Es geht nicht. Wegen dem Fall. Ja, wir helfen jetzt der Mörder. Der Bartsch hat seit Jahren keine Freundin gehabt. Wenn, dann muss das eine Affäre sein, von der keiner was weiß. Prämel. Wir hätten ein paar Fragen. Ist es Ihr Wochenendeinkauf? Sie rasiert sich. Ja, wieso? Ist das Verbot da? Haben Sie eine Affäre mit Robert Bartsch? Wir waren zusammen im Urlaub. In Mallorca. Aha, woher wissen Sie das jetzt? Wo ist er? Das weiß doch ihr jetzt. Jetzt langt's aber! Der Bartsch ist zur Fahndung ausgeschrieben. Wenn Sie ihn entdecken, machen Sie sich strafbar. Das heißt Gefängnis. Haben Sie mich? Entschuldigung, kann man Ihnen helfen? Nicht gut.
Nein. Es ist toll. Es ist Wahnsinn. Ich weiß, es ist ein bisschen klein. Sabine hat es mir geliehen. Es gehört ihrer Schwester. Ich habe die Batterie von der Kamera aufgeladen. Also von mir aus kann es losgehen. Ich habe mir gedacht, ich brauche das. Für die Bewerbung. Was für eine Bewerbung? Möchte sie woanders hin? Für die Milchkönigin. Komm. Ich weiß, dass ich eigentlich gar keine Chance habe, aber ich muss das machen. Für mich. Los hier. Herrgott, was ist denn jetzt schon wieder? Warum dürfte es keiner wissen, dass Sie mit dem Bart zusammen sind? Es ist gerade nicht der Märchenprinz, der Robert, oder? Wer da? Ja, das ist ein alter Heuschober. Das Land gehört der Molkerei. Aber der wird schon lange nicht mehr genutzt. Sie wartet da. Bloß nicht, dass die Sache erledigt ist. Du triffst hinter meinem Rücken Absprachen mit dem Lodenbacher. Die beiden Weißrusten waren in der Wohnung, da gibt's glasklare Beweise. Halt mal weg, Rusch! Gewalteinwirkung mit einem stumpfen Gegenstand, Lochbruch am Hinterhaupt. Außerdem Brüggemale am Hals. Was jetzt, erschlagen oder erwürgt? Erschlagen. Aber davor hat der Täter versucht, ihn zu erwürgen. Und wir haben unter den Fingernägeln vom Toten Gewebereste gefunden. Wahrscheinlich Hautfetzen. Proben sind schon auf dem Weg ins Labor. Das Opfer hat vermutlich um sich geschlagen und den Täter dabei verletzt. Der Mörder lässt von seinem Opfer ab, greift sich einen stumpfen Gegenstand, vielleicht einen Stein, und verschlagten. Prima. Und? Alles gut? Hast du noch was? Na, auf der anderen Seite. Und oben auch noch. Mhm.
Hat er Ihnen erzählt, warum der da sich in Europa versteckt hat? Der hat Angst gehabt. Wovor? Das weiß ich nicht. Aber er war so komisch in letzter Zeit. Was meinen Sie damit? Robert und ich. Die Affäre. Wir haben der schon seit einem halben Jahr. Und anfangs, da ist er mir alle noch. Und ich war diejenige, ich hab ihn zappeln lassen. Aber dann war das auf einmal andersrum. Er hat plötzlich keine Zeit mehr für mich gehabt. Der Urlaub, das war das Letzte, was wir miteinander gemacht haben. Und ich hab dann schon gedacht, der hat eine andere. Ich bin dann einmal in sein Büro nach Feierabend. Wollte ihn abholen. Aber er war halt da. Und dann? Dann hat das Telefon klingelt. Dann bin ich hingegangen. Und dann war da so Rustra. Und als ich den Robert dann drauf angesprochen hab, dann ist der total narrat worden. Und hat gemeint, ich soll mich nicht in seine Sache einmischen. Oh Gott. Wir bringen sie heim. Ist gut. Komm zu. Ich fahr sie heim. Da. Frachtpapiere aus dem Handschuhfach. Hoi. Ist dieselbe Spedition. Alec in Minsk. Steht da auch mit was jemand anfahrt? Da, Tierfutter. Tierfutter? 18 Tonnen. Fast jede Woche. Ja, vielleicht hat der Bartsch und der Wachter gemeinsame Sache gemacht. Fräulein Henske, wo sind denn die Bilder von denen russischen Lastwagen? Die hab ich Ihnen doch gegeben. Wo? Na, gestern. Woher wisst ihr, dass in Wachters Wohnung auch Fachpapiere und Drogen waren? Das kann ich dir nicht sagen. Ich hab's versprochen. Wem? Im Nobenbacher? Es geht nicht um ihn. Au. Aber ich hab's dem Roland auch gesagt, warum er die hab laufen lassen. Das musst du mir glauben, die beiden haben nichts mit dem Fall zum tun. Richie, wir schaffen es schon so langsam. Ich weiß, ich werde manchmal laut, aber ich täte doch nie anlegen. So, Frau Henske, wo sind denn jetzt die Unterlagen? Die hast doch du da gestern auf dem Tisch noch gehabt. Sie waren doch allein im Büro. Herrschaft. Mein Vater. Dein Vater? Was ist das jetzt wieder? Achso. Herrgott, und Thalmuskanne hat er auch mitgenommen. Was ist denn los? Was habt ihr zwei denn schon wieder miteinander? Mach dir keine Sorgen, Mutter. Wir finden den schon. Bleib daheim. Ich melde mich, wenn ich ihn hab. Vierte. Vierte Uhr. Und? Nix. So, Schlafen, was siehst du? Letztes Mal hat's ihn heute Mittag gesehen. Beim Emminger ist er auch alt. Wo willst du hin? Entschuldigt! Hört's einmal auf, bitte! Ich brauch Hilfe! Alvin! Alvin! Was willst du schon wieder? Willst du wieder mitnehmen? Da ist er! Oder gleich ist alle miteinander. Ihr müsst mir helfen.
Ich suche meinen Vater. Dir helfen? Lugebeutel! Ich mache meine Arbeit. Ob euch das jetzt passt oder nicht. Zwei sind umgebracht worden. Ist euch das jetzt völlig wurscht? Und ist es euch am Ende gar recht, dass der Wachter hier ist? Dann seid ihr auch viel besser als all die anderen, über die ihr die ganze Zeit schimpft. Du kannst gut daher schwätzen. Du kaufst den Milch auch bloß beim Discounter und wir müssen dafür bluten. Und wenn sie ihm den Hof wegnehmen, weil er es nur mal schafft, wo bist du nachher du? Hä? Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Ich bin wegen meinem Vater da. Der ist verschwunden. Dein Vater, der kann sich schon gut allein helfen. Der braucht dich nicht. Und wir brauchen dich auch nicht. Doch, wir brauchen uns alle. Die Sache ist gefährlich. Ich habe Angst um ihn. Und wenn ihr seine Freund seid, dann helft ihr mir jetzt. Ach, bitte, du! Also, ist es nur... Er war bei mir, dein Vater, heute Mittag. Er hat mir die Bilder von den russischen Lastwagen gezeigt. Wir haben gesagt, dass die Kollegen von der Autobahnpolizei dir kennen. Die haben sich ein paar Mal angehalten. Wo war das? Auf der B12 bei Mark Oberdorf, hinterm Spengelwerk. In welcher Richtung? Die kommen alle von Ost und fahren weiter Richtung Kempten. Auf dem Parkplatz hinter Geisseriert. Weißt du, vor Heuwang. Heuwang? Heuwang. Der wohnt doch im Barsch, sei dank dir. Die weiß auch noch von nix. Das wird nicht einfach für sie. Du, ich glaube, da ist es. Ist das Fahrzeug deines Vaters? Hörst du mich? Hörst du mich? Ist los? Ja, Vater. Ich bin's. Der Chef, wo ich die Gott hätte. Das kann schon. Das ist wichtig. Mein Sohn, das ist der Leiter von der Mordkommission. Der kümmert sich um den Fall. Jedenfalls hat er bis jetzt noch
jeden Fall aufgeklärt. Ist aber eine schöne Portion. Hallo. Da drauf ist noch mehr. Wir sind bei keine Droge, gell? Sondern? Weißes Gold. Milchpulver. Vor Weg abschneit. Seid ihr sollt hinterhalten! Außerdem habt ihr uns gesagt, dass ihr früher kommen sollt. Dabei haben wir uns schon so beeilt. Zieh dein Hemd aus. Die Kollegen sagen, dass du keine Angaben zur Sache machen willst. Dann bist du da sowas passiert ist. Der Wachter ist hinter dir Sache mit dem Milchpulver gekommen. Durch den Produktionsstopp. Das mit dem Antibiotikum in der Milch, das hat er euch geglaubt. Wollt ihr die anzeigen? Oder wollt ihr, dass du gehst und den Weg frei machst? Den Bartsch hast du gebraucht, damit das Ganze nicht auffliegt. Und als der die Nerven verloren hat, nachdem du den Wachter umgebracht hast, hast du ihn auch gleich beseitigt. Wir haben DNA-Spuren unter den Fingernägeln vom Bartsch gefunden. Und wir werden nachweisen, dass er dir diese Wunde da zugefügt hat. Ohne mich gäb's immer Kräuter schon lange mehr. Die wäre schon längst verkauft worden. An irgendeinen Lebensmittelkonzern. Und die hätten die Bauern ausgequetscht bis aufs Blut. Es ist bloß noch die Großbetriebe übrig geblieben wären. 400 Kühe im Stall. Das ist eben mein Allgäu. Moin. Du kaufst bloß minderwertiges Milchpulver und panschst es unter unsere Milch. Und legst zwei Leute um. Moin. Was ist das? Er wollte die Unterlage für die Milchgeldabrechnung. Damit er so eine fertig machen kann und die Bauern ihr Geld kriegen. So, bitte. Wo gehst du hin? Heim. Der Urlaub. Ja, dann abführen. Hoi, du bist schon da. Ich hab dich schon vermisst. Ich dich auch. Butzele. Alles weg.
hat der genau gelangt. Was machst du? Deine Kehlspatze. Heute ist doch Montag. Nein, heute nicht. Und was wollen wir noch heute essen? Ja, nix, da wir gehen zum Italiener.